er dann ausspricht. Auf jeden Fall, die Insel ist nördlich von Sylt. Wir haben jetzt 100 Kronen bezahlt. Und hier gibt es ein Wahlskelett. Hier gibt es so verschiedene Räume, die so gestaltet sind, wie die halt früher gelebt haben. Dann mal rein. Ein Schrankbett. Das ist auch witzig. Wo die Mägde des Hofes schliefen, was typisch für die damaligen Küchen war. Die haben also in der Küche gepennt quasi. Ja? Guck mal, das sind so bemalte Fliesen oder was? Die sehen ja geil aus. Ja. Vor allem keine leichte anderen, ne? Auch wenn die Motive leicht sind. Ja, genau. Motive. Was die auch für sich für eine Mühe gegeben haben, da Sachen drauf zu malen und so, ne? Ja. Die hatten wahrscheinlich auch langweilig ohne Ende. Das ist dann das Bett für Opa gewesen, oder? Uff, nee. Leichenstube. Ja, auch, guck mal hier, diese Bemalung da drauf, ne? Schön mit Pinsel so das Weiß reingemalt, von ein bisschen Licht in die Bäume. Ja. Aber halt schwarz-weiß, ne? Das ist nur eine Farbe. Witzig. Hier, das ist der Ofen, ne? So. Ja. Und das ist, wofür ist das gedacht? Da tust du deine Hand drauf, wenn du kalte Hände hast. Du kannst deine Hände aufwärmen. Ach so. Ja, ja, weil das aus Messing ist und nicht so heiß wie das. Ja. Und das ist verbunden, der Ofen kommt auf der anderen Seite ja auch raus. Ja. Und wird von da befeuert. Wir sind jetzt hier noch unweit von diesem, von dem Museum entfernt. Gibt so eine Art Antik-Café. Guck mal, wollen wir uns solche Tassen kaufen? Nein, wollen wir nicht. Aber wir gucken mal, was es so gibt. Ja? Aber Tassen brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Auf jeden Fall, vielleicht findet man hier coolen alten Kamerakram oder irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Ich glaube, hier gibt es auch leckere Sachen, müssen wir mal gucken. Bist du bereit? Absolut. Alter Rahmen. Schilder. Schade, dass so alte Rahmen meistens so Einzelstücke sind, ne? Ich denke mal in Dreier-Serien. Du hast gesagt, ich soll aufhören daran zu denken. Ja. Das sieht geil aus. Wir haben leckeren Kuchen gegessen. Wie lecker das aussah, das zeigen wir euch auf dem Foto, weil das haben wir alles ganz schnell aufgegessen. Hey Dennis, wo sind wir gerade? Wir sind auf Räume 360 Grad Experience. einer der Gründe, warum ich auch hier nach Dänemark wollte, ist die Architektur. Wir haben es heute Morgen schon gesehen an diesem Turm. Jetzt nochmal hier auf Römmel. Solche, ich sag mal, die sehen cool aus. Wohnen würde ich jetzt nicht unbedingt drin. Aber ihr wisst ja, wir fotografieren viel für Bauunternehmen, viel für so Immobilienprojekte. Alles, was irgendwie mit Gebäuden zu tun hat. Und da finde ich sowas natürlich immer spannend. Und es werden im Laufe der Reise noch viele solche Ecken kommen. Die Dänen haben irgendwie architektonisch einen anderen Style oder jetzt gerade diese letzten 10 Jahre haben die viel gemacht, was einfach total spannend aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen halt auch viele Architekten aus aller Welt einfach mal hier sich inspirieren lassen. Ja. Die probieren halt einfach mal auch was aus und das finde ich cool. Sowas zum Beispiel finde ich dann auch mal spannend zu fotografieren. Ja. Das sieht schon cool aus. Ja. Aus wie Betonblöcke, ne? Hier dürftest du ein? Ich glaube sogar diese Linie hier. Da dürfte man angeln. Und ist ja diese oder die da hinten? Ich glaube, vielleicht eher die da hinten. So, hier ist so ein Wohnwagen, der wird quasi umgebaut zu so einem kleinen Lädchen. Eigentlich auch eine geile Idee, oder? Voll. So ein. Theoretisch können wir auch einen kleinen Laden, so einen Wohnwagen nehmen und den einfach als Mini-Ausstellung machen, weißt du? Boah, ja. Ja, den kannst du ja quasi überall hinstellen. Voll gut. Voll eine geile Idee, oder? Das ist voll geil, ja. Ja, hier gibt es Bilder, hier gibt es so kleine selbstgemachte Sachen. Das haben die drauf, ne? Immer irgendwie so was zu machen. Auch Aquarell. Hier Fotos. Schätze mal auch. Gemalt oder analog. Sieht cool aus.
Das hört sich echt geil. Wir fahren hier am Weststrand von Burme. Das ist einer der größten oder längsten Strände, die es so gibt hier in der Region. Und das Krasse ist, diese Westseite der Insel gewinnt immer mehr Land, weil der Sand angespült wird. Das heißt, der Strand war vor 10 Jahren halt ein bisschen schmaler, jetzt ist er halt noch länger. Das Geile ist, du kannst halt hier einfach mit dem Auto rumfahren, das ist total witzig. Das machen halt auch echt viele, wie man sieht. Drachen steigen ist natürlich platzmassig hier. Hier gibt es keine ausgezeichnete Straße, deswegen muss man echt ein bisschen gucken, wie man fährt und dass man nicht irgendwie reincrasht. Ja, aber hier ist ja genug Platz. Guck mal. Ja. Hier ist so viel Platz, das ist unglaublich. Ja. So habe ich noch nie gesehen. Wenn man hier hinfährt, kann man sich darauf einstellen, dass man alles große Sand hat. Also wir haben jetzt hier an dieser OK-Tankstelle gibt es so Wäschehallen, Waskehallen nennt sich das. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr, nachdem ihr am Strand wart, in sowas reinfahrt und nicht die Hurtig-Variante wählt. Da steht Hurtig-Wask, glaube ich, weil das ist ohne Unterboden. Und wir haben jetzt die Grund-Wask genommen für ungefähr 10 Euro. Ja, und dann ist erstmal das meiste ab. Ja. Ich hatte jetzt keine Lust, da noch jetzt 2 Wochen mit Salz, Sand am Auto rumzufahren. Das ist, glaube ich, nicht so optimal. Nee. So, ja, jetzt fahren wir dann in Hude und kochen was, ne? Ja, würde ich sagen. Let's go. Was kochen wir? Nicht die Kartoffler. Das Wort so geil. Das ist so geil, oder? Ja, die haben wir gestern gekauft, aber die sind bisschen grün noch, ne? Noch ein bisschen grün, ja. Hoffen wir mal, dass die noch nachreifen. Reifen Kartoffeln nach? Ja, klar. Ja? Natürlich, irgendwann kriegen die auch wieder Pickel und wachsen. Ja. So, dann können wir reintun. Ja. So. Das hier. Nuratale. Absoluter Shit. Also, da hast du für 5 Taler irgendwie 3 Euro bezahlt, aber die sind saulecker. Ja, genau.